Hey Leute, bevor wir jetzt die Episode anfangen, habe ich euch eine wichtige Sache mitzuteilen. Und zwar bei dieser Episode sind ein paar Sachen hinter den Kulissen passiert, die auf jeden Fall so nicht hätten passieren sollen. Vor allem mein Verhalten hinter der Kamera war nicht gut, nicht korrekt oder sonst was. Vor allem gegenüber den BZ-Jungs, Emre und Burak. Das sind zwei sehr korrekte Leute, die stecken auch mit viel Herz und Blut in diese ganze Situation rein und bis jetzt haben die uns eigentlich immer voll gut behandelt und ja, es war einfach nicht korrekt. Wir haben das, was passiert ist, jetzt trotzdem im Rahmen von Transparenz in der Episode gelassen, damit ihr da draußen euch keine Fragen stellen müsst, was da eigentlich hinter den Kulissen passiert ist. Aber das soll keine Repräsentation davon sein, wie Made to Create oder Made Entertainment handelt oder ist. Made Entertainment ist viel mehr als nur ich, sondern wir sind hier ein ganzes Team mit 5 Leuten und ich habe den Fehler gemacht. So. Und an der Stelle, ich möchte mich auch nochmal ganz herzlich bei dir, Alex, entschuldigen. Wir sind auch schon über lange zusammen und ja, keine Ahnung, es tut mir auf jeden Fall leid, das war nicht korrekt von mir. So. Wir haben das ja miteinander geklärt, das können wir ja gut eigentlich, da wir uns auch schon lange kennen. Haben wir das eigentlich gut aus der Welt geschaffen. Bin ich auch froh drüber, wenn ich ehrlich bin, weil mir gefällt die Arbeit ja auch, die wir machen, die wir aufgebaut haben. Und es wäre halt irgendwie zu schade, wenn wir das einfach so wegschmeißen und einfach nicht klären könnten miteinander. Wie es jetzt mit Icon weitergeht, wissen wir noch nicht. Das ist jetzt alles ein bisschen davon abhängig, wie die Situation jetzt weiter verläuft. Keine Ahnung, ich hoffe, wir können das regeln, aber wenn es halt nicht so ist, dann, keine Ahnung, ist das so und ich nehme das dann auch so hin, so. Fertig, keine Ahnung. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß bei der Episode und ja, macht's gut. Bruder, du machst das jedes Mal, immer denselben Schritt in der Auswertung. Hast du Leute reingenommen, die eigentlich die Quali gegenüber... Ja. Ich hoffe, du bist gut vorbereitet, denn genau ab jetzt hast du einen einzigen Versuch, deinen Song in einem One-Take komplett fehlerfrei durchzuperformen. Solltest du verkacken, ertönt ein Geräusch und die Booth färbt sich rot. Wenn das passiert, ist deine Performance beendet. Du wirst trotzdem ausgewertet und bekommst Punkte, genauso wie alle anderen Künstler auch, und hast trotzdem die Möglichkeit, in die nächste Runde weiterzukommen, aber deine Chancen sind drastisch reduziert. Damit gesagt, wünsche ich dir viel Glück und viel Erfolg. Bist du ready, Bro? Ja. IK4, look. Bis dass ich gebe mir selbst einen Beat, aber ich mach die Scheiße so wie ich es lieb. Denn ich hab damals schon auf keinen gehört, oh ja, mein Bruder. Wer will kein Cabrio, wer will kein Benz? Wer will kein Patrick Philipp, die so glänzt wie 200 VVS-Steine auf meine Regal, den du noch nicht mal kennst? Meine Sicht war so benebelt, was für Sonne, ich sah Regen. Zu viel Blender, viel Hyänen auf dem Weg, da wo wir gehen. Ja, das Geschäft war nicht so einfach. Ich mach das alles mit Demo und der Given wird verdreifacht. Rotdiamant bin geschliffen, aber keiner dieser Pisser können glauben. Du glaubst den Falschen, mein Bruder, ich seh diese Lüge schon früh in den Augen. Ich weiß, wie das alles aussieht, ich weiß, wie das alles aussah. Komme ganz locker von der Street und mache locker, mein Traum war Walla, Bila, Bruder. Es war nicht so leicht, wie ihr alle denkt. Machen Patte, ich jagen Mula. Bis ihr kleinen Pisser mich alle kennt, Echo-Krise. Weg auf deine Liebe, das Alltagsroutine. Ich war nur am Spielen, Spielen. Well. Zu viele Blender decken Alice, sie können sich auf Freestyle mit dem Rascher hier messen. Aber such dir einen für Beat einfach so auf die Stelle vom Track und da kannst du dich betteln. Ja, ich stand alleine im Regen, Brudi, glaubst du mir? Ich kann nicht glauben, was ist denn hier alles so passiert? Was für Sommer, immer Winter, was für Highlights, immer schlimmer. Dieses Leben, was es wieder mit mir macht. Brüder werden hier zu weinen, soll ich lachen, soll ich weinen? Ist ne Warnung oder Zeichen, Walla, weiß ich nicht. Rotdiamant bin geschliffen, aber keiner dieser Pisser können glauben. Du glaubst den Falschen, mein Bruder, ich seh diese Lüge schon früh in den Augen. Ich weiß, wie das alles aussieht,
Ich weiß, wie das alles aussah. Komme ganz locker von der Street und mache locker mein Traum. War Walla, Billa, Bruder. Es war nicht so leicht, wie ihr alle denkt. Mach Empathe, ist jagen Mula. Bis ihr kleinen Pisser mich alle kennt. Echo Krise, fick auf deine Liebe. Das Alltagsroutine. Ich war nur am Spielen, Spielen. Sehr starker Künstler, finde ich, vor allem sehr abwechslungsreicher Safe Künstler. Auf jeden Fall. Wurde nicht monoton, muss ich sagen. Und vor allem immer mal wieder diese schnellen Flow-Passagen und dann wieder ein bisschen das Langsamere mit ein bisschen Gesang. Das kam sehr, sehr geil, finde ich. Der hat auch zwischendurch so mit seiner Stimme gespielt und zwischendurch wollte der da ein bisschen höher gehen. Dann dachte ich so, komm, mach. Aber du hast auf jeden Fall gemerkt, dass da was noch drin steckt in dem Künstler. Ja, also aus dem kann man auch was machen und das ist ja auch irgendwo nur One Take. Ne? Ich denke, der kann auf jeden Fall interessant werden. Aber was mir aufgefallen ist, also das merkt man vor allem jetzt, wenn die Künstler ohne Handy kommen, dann performen die wieder ganz anders. Ich finde das immer viel stärker, wenn Künstler ohne Handy da stehen. Also ich weiß nicht, ob das wirklich diese Richtung für ihn gedacht ist. Der hat zwar gut gemacht, viele Passagen. Ich finde, manche Stellen waren ein bisschen zu viel, finde ich, ja, was er gemacht hat. Ich kenne viele andere Sachen von ihm, die sind auch richtig krass so, aber ich muss ja das bewerten. So. Ich finde, der hat es gut gemacht, aber der hätte das vielleicht noch ein bisschen anders machen können. Es war ein bisschen Ticken zu viel. Zu viel Stimmenwechsel. Hammer, 061 MGF, work. Hunger, Hunger, Stapel wechselt Doppelumsatz. Mach Haram, Mama hat Kummer, denn die Augen rot vom Juan. Hunger, Hunger, Fluchtwagen CL500. Sind den Hut verteilen, Kundschaft kommt, dein Kopf sitzt in die Uhr. Hast Hunger, Hunger, Stapel wechselt Doppelumsatz. Mach Haram, Mama hat Kummer, denn die Augen rot vom Juan. Hunger, Hunger. Fluchtwagen CL500, sind den Hund verteilen, Kutscher, kommt dein Kopf, sitzt in die U-Haft. Ey, kriminell sind hier alle in Not, Lackschein, die Stapeln ist dafür der Grund. Komm, ich zeig dir das Leben im Sumpf, ich spritze vom Jack am Spielplatz, wo gerade einer gespielt hat. Komm in mein Viertel und du siehst dann Abgekackte, sie warten auf Dealer. All die Jungs haben Hunger, wohl Gieß, starten den Coup, der Fahrer Iblis. Oder in Not wegkaufen, war Weed vom Leben gefickt, auch wie lachen hab ich. Nachts unterwegs mit Brüdern, mach bloß viel Feinde, hab ich Kugeln geputzt. Ich hab noch nie gelutscht. Rapper hingegen bezahlen für Schutz. Pläne hab ich keine, leerer Magen, doch ich steile. Junkies rufen an, wollt Steine. Sag ihm, komm mal hier nach Eiken. Ich bin hungrig und hol mir das, was mir zusteht. All die Rapper sind fake, so wie du bist. Guck mal, wie ich den Piss an das Fuß ripp, lache und mir danach ein Jib pfiff. Hunger, Stapel wechselt Doppelumsatz. Mach Haram, Mama hat Kummer, denn die Augen rot vom Juan. Hunger, Hunger, Fluchtwagen CL500. Sind in Not, verteilen ein Kutscher. Kommt der Kopf, sitzt in die U-Haft. Hunger, Hunger. Stapel wechselt Doppelumsatz. Mach Haram, Mama hat Kummer, denn die Augen rot vom Juan. Hunger, Hunger, Fluchtwagen CL500. Sind in Not, verteilen ein Kutscher. Kommt der Kopf, sitzt in die U-Haft. Ey, MGF, ich fit gerappt, viel dicken Benz, will grün und gelb am Block hängen wie Spider-Man. Sitze in Fluchtwagen, den sie stecken, unsere Schublade. Der Grund, wenn ich mal Wut trage, ist, wenn ich mal keinen Fluss habe. Beten tust du, wenn wir uns sehen, pack dich am Nacken und sag dir, wie gehen. Nimm dein Arbi, dein Handy und Schmuck, merk dir die Augen, ich komme vermummt. Fick auf Kopf, werf Molotow, trag Makarov für meine Ops. Kurz die Schock, denn Jungs vom Block sind David, der keine Gorbatschow. Pläne hab ich keine, leerer Magen, doch ich steile. Junkies rufen an, wollen Steine, sag ihm, komm mal hier nach Reiken. Ich bin hungrig und hol mir das, was mir zusteht. All die Rapper sind fake, so wie du bist. Guck mal, wie ich den Piss an das Fluss ripp, lache und mir danach ein Jib pfiff. Hunger, Stapel wechselt, Doppelumsatz. Mach Haram, Mama hat Kummer, denn die Augen rot von Juan. Hunger, Hunger. Fluchtwagen CL500, sind in Not, verteilen ein Kutscher. Kommt der Kopf, sitzt in die U-Haft. Hunger, Hunger, Stapel wechselt, Doppelumsatz. Mach Haram, Mama hat Kummer, denn die Augen rot vom Juan. Hunger, Hunger. Fluchtwagen CL500, sind in Not, verteilen ein Kutscher. Kommt der Kopf, sitzt in die U-Haft. Ey, war ich. Ey, war. Hubbard 061, Free, ihr Fotzen. Free, alle, mein Bruder. Thank you.
Ich fange an, darf ich anfangen, jetzt einfach um zu beurteilen, so bevor ihr dann was sagt. Also ich fand, was er gemacht hat, die Hook ist cool gewesen, ja. Ich finde so ein bisschen, ja, mit Luft und so ein bisschen vernuschelt. Ich fand die Wörter jetzt nicht so unbedingt, dass er die richtig deutlich ausgesprochen hat. So, da ist auf jeden Fall so ein bisschen gefragt, ob das wirklich sein Stil ist, dieses Drill. Weil Drill muss schon auf jeden Fall gemacht werden. Und ich weiß, es sind noch viel stärkere Künstler da, was Drill angeht. So, das ist jetzt meine Meinung. Ja, ich sag mal so, der hat mich jetzt auch nicht abgeholt, so. Also er war gut, ne, sagen wir so, er war nicht schlecht. Aber wir müssen jetzt einfach für die Zukunft gucken. Und wir haben einfach schon zu viele Gute dabei und irgendwo auch Leute, die schon diese Schiene fahren und auch viel besser abgeliefert haben. Ja, beispielsweise ein Mohams fällt mir direkt ein. Er hat auch Druck und Power in der Stimme, auf jeden Fall. Der Vibe war auch ganz cool, aber so, finde ich, reicht das einfach nicht neben den anderen Künstlern. Ja. I can feel OD. Check. Mein Kopf nix außer 500. Para machen uns Seele den Umsatz. Alle kann in Südspanien fahr runter. Paranoia deshalb noch fast runter. Keine Liebe, sie will nur mein Mula. So bandido y ella maloca. Le encanta cuando yo la toca. Yo la beso, me encanta su boca. Sie ist weg, doch ich glaube an Karma. Was wir hatten, Babe, das haben wir nie wieder. Meine Stimme hörst du nur noch auf Liedern. Und wenn nicht ich, Baby, bleibt es bei niemand. Ich hab gesagt, dass es immer passieren kann. 6 Uhr morgens und sie standen bei mir dann. Omerta, ja, was du nie kapiert hast. Ich weiß genau, dieses Geld war dir lieber. Gefühle sind taub, zu viel Scheiße passiert. Wenn es sein muss, verdränge ich halt alles. Nachts im Viertel stellt der Teufel ne Falle. Wir knipsen dein Licht aus, wir geben ein Fick drauf und danach holen wir alle. Ui, y donde está contesta tu celular, mi amor, porque yo me preocupo. Ey, yo que sé con quién está, pero yo pienso otra vez con un puto. Alles dunkel, denn ich kann nichts mehr sehen. Ich laufe durch mein Block mit Danny und Tuss Odyssee. Seh wieder mal nur Blaulicht und höre die Sirenen. Von 27 Brüdern blieben am Ende nur 10. Und sage kein Wort, ich schickste den Pain. Und starte ein Coup, mach es auch allein. Hände voll Blut, ich dachte wir zwei machen so ein Ding wie Bonnie und Clyde. Ah, fühlt sich an wie ein Fluch. Und mir egal was du tust. Tränen fließen aus Blut, leg ne Handy an mein Grabstein. Ah, die Stimme flüstert mir zu, jede Nacht entweder er oder du. Deshalb muss ich jetzt bei ihm rein, ja, ja. Y donde está contesta tu celular, mi amor, porque yo me preocupo. Ey, yo que sé con quién está, pero yo pienso otra vez con un puto. Donde está contesta tu celular, mi amor, porque yo me preocupo. Ey, yo que sé con quién está, pero yo pienso otra vez con un puto. Ey, wir sind da, Bruder, wir sind da. Wir sind da, Bruder, wir sind da. Wir sind da. Oh, wir sind da, wir sind da, oh, wir sind da. Schwierig, sag dir ehrlich, schwierig. Ich finde den Bruder so interessant, so er kann gut singen, so vor allem das auf Spanische. Kein Highlight vielleicht drin, wie du das immer sagen würdest. Ja, das Highlight, wenn man das so sagen kann, war ja irgendwo das Spanische, ne? Aber es ist halt leider zu schwach, um den wirklich in die Top 30 zu lassen. Zu monoton fand ich das. Hook war nice, Stimme ist gut, aber ansonsten fand ich sehr, sehr gleichbleibend. Ja, ohne es böse zu meinen, ein bisschen langweilig auch. Ja, wenn man das auf Dauer hört, das hat sich erst da mitgenommen, wo er angefangen, die Bridge reinzugehen, dann Richtung Hook. So an sich, die Parts so waren so ein bisschen, nach einer Zeit so, weißt du, da war, wenn ich es benutzen darf, kein Highlight auch mal drin. Also, wird mit den Punkten sehr schwer. Durch. Hey, was geht ab? Ey, euch. Ey, kennt viel, so sieht's aus. Kali. Ey.
Wish, bleibe aktiv, Bre, weil ich an dem Antag Schicht bring. Bullen Patrouillen sind die stationiert, setz die Waage auf Null, ich muss abwiegen, Mum, Baby. Dreh Ganja ins OCB, ich halt Ausschau vor Bobillen. Ja, mein Bendo heißt, wie du weißt, ich teil meine Beute mit Familie. Ja, du weißt, ich bin im Bings. Ja, du weißt, ich bin im Trap House. Wenn es sein muss, schlitz ich dich und fick deine Bitch weg, während du fernschaust. Hab alles, was du nur willst, ich bringst, du nimmst und gibst halt dein Geld aus. Seh ich Policy, ich ein Sprint, ich bin zu flink, ich laufe mein Prestos. Ja, ich jump wie Jordan, egal was du benötigst, ich mach es möglich und kann es besorgen. Du bist einer von gestern, The B, ich bin einer von morgen. Bleib am Ball, genau wie Iniesta, ich bin für den Scheiß hier geboren, wesh. Wesh, sitz im Bunker, Platz bis 6. Ruf auf Nokia an, mein Roja, denn du weißt, du kannst bestellen. In der Tasche BTM, weil die SIM-Karte schon brennt. Wechsel monatlich die Nummer, fick auf Bruder, das mach Geschäft. Da fick auf Bruder, das mach Geschäft. Ey, ey, oh, ey, oh, zweiter Part. Denkt ihr, das war's? Nein, das war's. Kali Allah. Das ist Bausbau. Wesh, ey, hör zu. Ah, wesh. Ah. Yo, guck, spark 3-5 in die Tüte rein, mach einen grünen Schein auf Schnelle. Kenne keinen Stopp, nonstop verbrenne. In der Hotbox, top, bot, mom, baby. Ja, der Polizist, der kennt mich, aber er fängt mich nicht, weil ich schnell bin. Laufen Lackhaus weg vom Tatort, spring über Zaun und suche den Exit. Hab meine Packs mit, schieb keine Hektik, rauch mir ein L-Blatt, bau mir den nächsten. Ich geb nicht auf, bis Eis am Gelenk ist. Fick deine Frau und fahr dein Mercedes. Ich lass die Reifen durchdrehen, Brother. Kiff weiter Unsinn, Marihuana. Red keinen Unsinn, das ist Radar. Mach meine Kundin unterm Radar. Check das, check Cash. Du brauchst, ich klär was. Kopfpilot, was Schwerkraft, Kickbälle, schick Querpass. Trag TNs, zück Rambo, bleib aktiv nachts im Bendo. Hab Pace im Spliff, was yeah, yo, weil Left Hook trifft, gehst K.O. Ey, ich bin ey, ey, ey. Ihr wisst Bescheid. Rally. Ihr wisst ganz genau Bescheid. Köln. Köln, Sache. 689. Ja, Jungs, ihr wisst, wie sein Bendo heißt. So. Bruder, Bendo heißt so wie Kali. Geil, Alter. Ich sag dir, ich hab gute Laune bekommen. Übertrieben. Ne? Der Bruder hat gut abgeliefert. Hat den geil, hat diesen Feeling von Icon 3 wieder zurückgebracht, wieder in der Finalshow. Ja, safe. Also das war schon wichtig, dass er jetzt wieder ein bisschen mehr Gas gegeben hat. Der ist ja, ja, der war zwar gut in, ne, Richtung Finale, aber seine Leistung war jetzt ein bisschen schwächer als die von den anderen. Ne? Aber war schon wichtig, dass er hier mehr abgeliefert hat. Ich finde den interessant, Digga. Zu Kali braucht man auch gar nicht so viel sagen, glaube ich. Er ist ein sehr, sehr starker, sehr, sehr interessanter Künstler, macht sehr gute Laune. Aber das ist genau sein Style, ne? Auf solchen Beats quasi, ne? Das ist genau sein Ding, finde ich. Und habt ihr auch darauf geachtet, so, er benutzt auch sehr viele Wörter auch in anderen Tracks, die da immer mit rein. Ich verfolge den ja länger und er benutzt sehr viele Wörter öfter in seinen Tracks und hat so ein bisschen seinen Wiedererkennungswert, den er mit reinbringt auf seinen Stil. Ne? Also finde ich auf jeden Fall sehr stark, was er gemacht hat. Ich würde den gut bewerten, Digga. Ich fand den mega. Ich würde den 28 Punkte geben. Warum der? Fandest du den nicht gut? Also ich finde 28 ein bisschen zu sehr, irgendwie kann das sein. Ein bisschen. Ja, aber der hatte, ich will deine Meinung gar nicht beeinflussen. Ja, aber der hatte doch so viel Variation in der Stimme und du musst dir noch irgendwo bessere Punkte geben, damit der halt weiterkommt, ne? Weil wenn du den jetzt, keine Ahnung, 22 Punkte gibst, ist der, schwimmt der ganz unten. Ja, aber 28 ist ja schon und wir haben noch. Doch, Mann, der ist stark. Ich gebe dem auch 26 Punkte von mir. Ich finde den sehr stark. Was willst du denn geben? Was willst du denn geben? Ich gebe den gute 24 Punkte. Weil oder? Ich finde so, ist noch nicht ganz rund, meiner Meinung nach. Ich finde, da müssen auf jeden Fall ein paar Baustellen ausgearbeitet werden. Ja, aber, Bruder, wir haben voll viele Künstler, an denen noch gearbeitet werden muss. Das ist ja nicht der einzige so. Irgendwo alles für Newcomer, ne? Wir haben ja keine fertigen Künstler hier. Eure Meinung, ich will eure Meinung nicht beeinflussen. Ich meine, für mich ist ein bisschen zu hoch angesetzt, aber wie gesagt. Ja, dann fang du an. Du hast ja gerade auch angefangen. Du hast ja gerade mich gefragt wegen den 28 Punkten. Ja, so, also für mich sind das, wenn ich, sorry, bin ich. Also ich würde den so 23 Punkte geben. So. Mehr ist da für mich nicht drin. So. Die Hook war cool. Du gibst den einen Punkt weniger als den vorhin? Ja. Eib. Aber gut, ich würde den 19 Punkte geben. Ja, okay. Ich fand den ist okay. Ich bin damit zufrieden. Wir müssen jetzt in die Zukunft gucken. Wir können jetzt nicht allen Leuten wieder gute Punkte geben. Von mir gibt es 21 Punkte. Du hast kein Statement abzugeben. Ich meine, du hast vorher auch wenig Statements abgegeben. Ja, Bruder, was soll ich sagen? Ich habe ja gerade schon gesagt, ich fand den Druck in seiner Stimme nice, die Power, aber an sich fand ich es sehr, sehr monoton, sehr Standard, weil es ist sehr, sehr gleich geblieben nach einer Zeit. Ich würde den so 19 Punkte geben sogar. Okay. So, weil
hat mich jetzt nicht so, vielleicht ein gutes Stil, vielleicht kommt das im Ausland sogar gut an, wenn er nur das Spanische gemacht hätte, aber das Deutsche so, ich meine, verbinden mit Sprachen ist immer cool, aber ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich so stark in Deutschland kommen könnte. Vom Gesamtpaket fand ich den halt, wie gesagt, irgendwo gut, aber ich kann ihm jetzt nicht so viele Punkte geben, dass er irgendwo mitschwimmt in der Top 30. Ich muss den 16 Punkte aus dem Grund geben. Ich fand den leider für Icon 4 zu schwach, vielleicht bei Icon 5. Von mir gibt es 18 Punkte und ich denke einfach daran nach, wie der neben anderen Künstlern abschneiden würde und safe, ich glaube, ja, da wird der auf jeden Fall nicht weit kommen, leider. Richtig. Auch wenn er eine schöne Stimme hat, auch wenn die Hook war, gut war, das, der Rest war einfach zu wenig. Vor allem, wenn es ins Richtung Finale geht. Ja, so. Darf ich anfangen? Ja. Also ich würde den 25 Punkte geben, okay, aber es gibt einen Grund. So. Das Ding ist einfach nur eine Sache, die ich sehe. Das war, er hat jetzt gezeigt, was er drauf hat. So, eigentlich wäre er eigentlich gar nicht dabei gewesen. So. Wenn ich jetzt mir die Auswertung angeguckt habe, so, was er in der Auswertung gebracht hat, fand ich nicht so stark. In der Quali meinst du? Genau, in der Quali-Auswertung nur halt unseren Mister, der hat da ein Auge zugedrückt, was ich halt auch nicht verstehe. Jedes Mal so. Aber Bruder, das kann sie ja jetzt nicht mit einbeziehen. Wir bewerten den ja jetzt hier seine, diese Leistung. Ja, ja, diese deswegen Leistung. Können wir den aber ich einfach nur, man soll sich darauf nicht ausruhen, auf dieses immer so, ja, ich nehme dir eine 3, nimm dir eine 3. So. Ja, was gibst du? Oh, ich würde den auch ähnlich 25 Punkte geben, ne, damit er sich jetzt nicht ausruht, weil der war ja irgendwo bei Icon 3 dabei. Nicht, dass er sagt, ich war schon dabei, ich weiß, wie es geht und so. Ich will, dass er kämpft, weißt du. So, natürlich verdient er auch irgendwo mehr Punkte, ne, weil der einfach gut ist. Aber ich will, dass er einfach diesen Hunger hat und noch mehr abliefert als bei Icon 3. Von mir gibt es auf jeden Fall 26 Punkte. Starker Künstler. Ich hoffe, er wird weiter Gas geben auf jeden Fall. Alter, okay, tut mir leid, aber ihr habt gerade Kali 76 Punkte gegeben oder sowas zusammen. Tut mir leid, sorry, dass du das mit einbeziehst, was der in der Qualifikation ist. Aber Bruder, das ist nicht korrekt. Ja, ja, Bruder, so gesehen wäre der ja nicht mal Bruder, dabei eigentlich. Ja, eigentlich wäre er gar nicht dabei. Du machst aber das Alter, jetzt. Das könnt ihr doch jetzt nicht da rein. Bruder, du machst das jedes Mal, immer denselben Schritt in der Auswertung. Hast du Leute reingenommen? Ihr habt den gerade niedriger eingeordnet als Jay. Ja, aber Bruder, 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 warte, soll ich dir eine Karte jetzt nehmen? Warte mal, warte mal. Du hast uns hier hingesetzt, damit wir die Punkte geben, oder? Aber lass mich immer die ausbaden, die wir von Anfang an gemacht haben, weil die Punkte wurden von Anfang an hochgesetzt. Ja, Bruder, dann sind wir raus. Macht euer Ding. Bruder, dann mach's selber. Fertig. Was meint ihr, das meint ihr jetzt ernst? Meint ihr jetzt ernst? Wolltest du mit denen diskutieren, Bruder? Bruder, ihr ruft uns, damit wir eure Scheiße ausbaden, weil ihr am Anfang die ganze Zeit diese Punkte vergeben habt. Da müssen wir das Ganze besser machen. Die Leute checken das eh nicht daraus und da musst du sowas anhören. Wenn du dich dahin machst, weißt du. Deine Entscheidung, was du machen willst, ich muss das auch nicht unbedingt machen. Aber sag mal ehrlich, lüge ich denn? Nein, Bruder, der hat auf jeden Fall zu niedrigen Punkte, das ist safe. Aber das ist halt schwer, wenn jeder Mensch eine eigene Meinung hat, weißt du, was ich meine?